Hallöchen zusammen und ganz herzlich willkommen zurück bei Guild Wars 2. Ich habe total übertrieben viel Post von euch bekommen. Jede Menge Farben. Jede Menge, die ich leider schon kenne, aber auch welche, die mir noch nicht bekannt sind. Hier Malzfarbe. Lecker. Oh, Rost klingt gut. Kastanie klingt sehr gut. Limetteneis. Oh, lecker. Da kriege ich schon wieder Hunger. Kaum ist die Aufnahme gestartet und ich habe gerade gegessen, bekomme ich schon wieder Hunger. Den Rest werde ich dann auf der Bank einlagern und gegebenenfalls meiner Waldläuferin geben. Und wenn sie das schon kennt, dann wird das immer so weitergehen und immer so weitergehen. Und ich habe auch noch Schmuck von euch bekommen, jede Menge, wie ihr seht. Tja, die werden wir dann auch mal ausrüsten. Ja, bitte. Und ich habe etwas ganz Furchtbares festgestellt. Achso, vielleicht soll ich es mal einblenden, damit ihr das auch seht. Guck mal, das ist... Doch, ist es. Vergesst es. Ausrüsten. Jetzt tauscht er das bestimmt. Das war mir so klar, dass er das jetzt gegen das andere Dingsbums da eintauscht und nicht gegen das da. So, ist das jetzt richtig? Nee, das war falsch. So, hier, dahin. So. Und dann noch den Ohrring. Und dann bitte noch den anderen Ohrring. So, ich blende euch den noch einmal ein. So. Und ja, bitte. Ja, da ist schon wieder das, was ihr mir vor kurzem geschickt habt, ausgetauscht worden gegen dieses neue, schöne, orangene Zeug. Und mir ist etwas total Furchtbares aufgefallen. Und zwar wurde mir doch hier diese Rüstung geschickt. Aber der Helm, das ist noch mein alter. Und ich habe den doch, als wir damals die Rüstung angelegt haben, habe ich den noch eingeblendet. War das der? Was zum Teufel habe ich mit dem Helm gemacht? Frage A, war da überhaupt ein Helm bei gewesen? Ich glaube schon. Frage B. Wo ist der hin? Habe ich den um Gottes Willen zerstört? Scheint ja fast so, oder? Das ist unfassbar peinlich und tut mir unfassbar leid, falls das wirklich so sein sollte. Tja. Also ich habe jetzt gerade nochmal meine Post durchgeguckt und da habe ich definitiv nichts mehr rumfliegen. Ja, ich lasse dich mal da liegen. Da habe ich definitiv nichts mehr rumfliegen und deswegen bin ich verwirrt. Ich bin wirklich sehr verwirrt und es wäre ganz furchtbar, wenn es so ist, wie ich denke, dass ich es dann kaputt gemacht habe. Vielleicht in meinem Wahn habe ich wieder nicht drauf geachtet und dachte mir so, ach, guck mal, meine alte Rüstung... Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt. Meine alte Rüstung kann ich zerlegen und dann dachte ich, die gehört irgendwie zur alten Ausrüstung und dann habe ich es kaputt gemacht. Das wäre ja furchtbar schlimm. Das wäre ja ganz, ganz furchtbar schlimm. Ich hoffe, dass das nicht so ist und ich das noch irgendwo rumfliegen habe, aber ich fürchte, dass das nicht der Fall sein wird. Naja gut, wir versuchen jetzt noch ein letztes Mal irgendwie nach oben zu kommen und offenbar haben wir hier noch den ein oder anderen, der mit dabei ist. So, dann wollen wir hier mal gegen die netten Leute kämpfen. Naja, nett sind sie ja nicht, sonst würden wir ja nicht gegen sie kämpfen. Es ist übrigens heute Dienstag, sowohl für euch als auch für mich. Das bedeutet also, diese Folge hier ist gerade super mega frisch, sozusagen. Das liegt daran, weil, also ich wollte heute aufnehmen und stellte dann auf einmal fest, ups, ich habe gar keine Folge für heute. Ich habe gedacht, ich hätte bis Dienstag vorproduziert, aber offenbar war dem überhaupt nicht so. Offenbar war dem überhaupt nicht so. Und deswegen kann es durchaus sein, dass diese Folge heute mal wieder, ich sage es immer wieder und dann ist es doch nicht so, aber es kann durchaus sein, dass die Folge ein bisschen später kommt. Aber das ist ja eigentlich auch total egal, weil ich glaube, die wenigsten von euch sitzen vor YouTube und drücken um 19 Uhr F9 und hoffen, dass da eine Folge von mir kommt. das unterstelle ich euch jetzt einfach mal, dass ihr das nicht macht. Ich wollte gerade sagen, wir werden bestimmt gleich ein wenig draufgehen. So, danke fürs Wiederbeleben. Dankeschön, Dankeschön. So, das ist, ach, das ist ein Veteran. Das sehe ich jetzt erst. Ich dachte, das wäre ein ganz normaler, aber der hat schon ordentlich Schaden ausgeteilt. Oh, hier können wir auch wieder jemanden wiederbeleben. Ein einziges Rumsterben ist es hier. Ja, also wie gesagt, es kann sein, dass die Folge heute ein bisschen später kommt. Es muss aber nicht sein, dass die Folge später kommt. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht schaffe ich es auch noch rechtzeitig. Hängt von vielerlei Faktoren ab. Unter anderem, wer heute noch so alles an der Tür klingelt und wie ich das hier alles gebacken bekomme, wie viel ich aufnehme.
Weil ich kann nicht aufnehmen und gleichzeitig hochladen. Also kann ich schon, aber dann... Ach, da muss ich hier irgendwie das Internet limitieren und bla bla bla. Und da habe ich meistens keine Lust drauf und dann nutze ich immer die Zeit für andere Tätigkeiten. Und die letzten Tage waren dann doch sehr damit geschmückt gewesen, Kisten zu packen und Möbelhäuser zu durchwühlen und Sachen zu bestellen und zu sterben. Ah ja, jetzt bedanke ich mich aber mal. So, danke schön. So, dann beleben wir den da wieder oder helfen mit. So, dann geht es weiter hier mit den kleinen süßen Asura. Ja, einer muss die ja beschützen, ne? Wenn nicht wir, wer dann? Ja, und es ist halt so, ich bekomme in letzter Zeit sehr viele Fragen, also so sehr viele Fragen ist mir wieder maßlos übertrieben, aber einige Fragen auf Ask.fm über Guild Wars 2. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr mal reinstöbern. Vielleicht wird ja da die eine oder andere Frage beantwortet. Und es ist auch so, dass ich sehr, sehr oft gefragt werde, kann man nicht mal mit dir zusammen spielen und wann sieht man dich mal in-game und so weiter und so fort. Ich habe versucht, alles zu erklären. Ach nee, das ist doof. Hier greifen wir lieber den da hinten an. So, vielen Dank. Ich habe das jetzt mal auf Ask.fm ziemlich ausführlich, hoffentlich ziemlich ausführlich, beantwortet. Wieso das so ist und wieso man mich so selten online sieht, das habe ich ja auch schon früher immer 3000 Mal erzählt. Ich stelle mich ja immer auf anonym mit der Shai. Ich erkläre es jetzt auch gerne noch einmal in einem Video. Das liegt einfach daran, dass ich nicht mit euch chatten kann und mich auf das Spiel konzentrieren kann und aufnehmen kann und reden kann und so weiter und so fort. Das bedeutet also, ihr würdet absolut darunter leiden. Und ihr müsst auch bedenken, beim letzten Mal, als ich online war, da hatte ich so ungefähr... Und das meine ich jetzt nicht als Beschwerde und das meine ich auch nicht böse oder genervt oder sowas, aber da hatte ich 5 Leute gleichzeitig im Gespräch, sozusagen. Also mit 5 Leuten habe ich gleichzeitig per Flüstern, per Whisper, per Send, wie auch immer das hier heißt, geschrieben. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie das dann ist, wenn ich nebenbei noch aufnehme. Ich habe ja so den Chat schon kaum im Blick. Ich hatte den ja früher auch komplett aus. Also den allgemeinen Chat hatte ich ja komplett aus. Ich hatte ja immer nur diesen Sagen-Chat hier an. Mittlerweile habe ich ja alles eingeschaltet, außer Gilden-Chat und das Flüstern halt. Und ihr müsst dann einfach bedenken, dass es für mich einfach nicht machbar ist. Und wenn ich mich mit euch unterhalten möchte, was ich natürlich sehr gerne mache, dann möchte ich mich aber auch mit euch unterhalten. Ja, und dann möchte ich mir auch Zeit dafür nehmen und nicht einfach so ein paar lieblos dahingeklatschte Antworten hinschreiben, sondern dann will ich da auch einfach die Zeit zu haben und die habe ich nicht, während ich aufnehme. Und deswegen ist es so, dass ich mit Shai, also ich nehme ja sowieso nur mit ihr auf. Ja, also wenn ich sie einlogge, nehme ich auch auf. Das habe ich ja schon mal erklärt, dass ich sie ja nicht ohne euch spiele quasi. Und dementsprechend bin ich mit ihr halt immer anonym. Es gab irgendwann die letzten Tage, ich weiß nicht, ob das sogar Samstag war oder Freitag oder sowas, da war ich mal mit ihr online und war nicht anonym, weil ich Briefe beantwortet habe und habe dann, als ich aufgenommen habe, mich auf anonym geschaltet. Das ist halt, das werde ich auch nicht ändern, weil das für mich einfach so, ja, einfach so ein guter Kompromiss ist. Aber wie gesagt, wenn ich mit einem anderen Charakter online bin, was in letzter Zeit zugegeben nicht sehr häufig vorgekommen ist und auch in den nächsten Monaten nicht häufig vorkommen wird, dann könnt ihr mich immer gerne anschreiben und dann kann man auch gerne mal irgendwas zusammen unternehmen, dann kann man sich in Kreis setzen und Kuchen essen. Wie ich das ja schon mal gemacht habe. Oder man rennt durch die Gegend, man macht einen Dungeon, was weiß ich, ist alles überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich, wie gesagt, mit Shai aufnehme, dann möchte ich das nicht. Das ist dann irgendwann mal, wenn Guild Wars sowieso nicht mehr regelmäßig kommt, dann ist es vielleicht wieder was anderes. Wenn man dann mal irgendwie eine Runde PvP macht oder, keine Ahnung, oder in den Dungeon geht oder ihr sagt, hey, wir brauchen unbedingt eine ganz tolle, fähige Kriegerin. magst du nicht mal mitkommen und so weiter und so fort, dann ist das alles kein Problem. Aber im Moment, ja, ist auch einfach durch den Umzug so wenig Zeit, dass ich überhaupt gar keine Zeit habe, abseits des Let's Plays tatsächlich zu spielen. Also dadurch, dass ja nebenbei noch Dust läuft. Warum hast du den denn angegriffen? Das wäre, glaube ich, gar nicht nötig gewesen. Na, egal. Nebenbei läuft ja noch Dust und dann noch einmal die Woche Terra Rising. Wobei ich glaube, dass das bald vorbei sein wird. Weil wir da bald die Hauptstadt erreicht haben, wie mir scheint.
Und jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Ach so, Zeit und so, genau. Und deswegen ist es für mich einfach im Moment nicht möglich, quasi privat zu zocken, wenn man das so sagt. Privat klingt so, als ob das hier mein Job wäre. aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube auch, dass die meisten von euch Verständnis dafür haben werden. Zumindest hoffe ich das. Und wie gesagt, also generell habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn man mich anschreibt, wenn ich mit einem anderen Charakter, ihr könnt mich auch mit Shai anschreiben, weil ich glaube, man sieht mich auch, wenn ich unsichtbar bin, durch irgendwelche komischen, merkwürdigen Zeichen in der Freundesliste. Dann könnt ihr mich natürlich auch gerne anschreiben. Ich habe hier im Gildenchat und so weiter, habe ich das Flüstern alles eingeschaltet. Ich sehe das dann, das leuchtet dann ja hier so orange auf. Das soll nicht das Problem sein, aber erwartet nicht, dass ich antworte. Das mache ich dann halt immer erst, wenn die Aufnahme stoppt. Und dann kann ich halt antworten und dann werde ich euch wahrscheinlich sagen, ich bin gerade am Aufnehmen und so weiter. Aber meistens ist es halt so, das hatte ich auch schon mal, dann wurde ich angeschrieben und habe dann irgendwie eine Stunde aufgenommen und derweil war dann der oder diejenige schon wieder offline. Ne? Ist auch alles schon passiert und deshalb bitte nicht wundern. Wenn ich mit einem anderen Charakter online bin und ich sollte euch mal nicht antworten, dann liegt das vielleicht daran, dass ich euch übersehen habe, weil ich mit mehreren Leuten schreibe, dann könnt ihr mir aber gerne auch nochmal schreiben. Das ist nicht so, dass ich unhöflich bin und euch nicht antworten möchte, sondern es liegt einfach daran, dass ich keinen Überblick dann mehr habe. Also das nur mal so zum Verständnis, warum ich oder warum man mich so selten online sieht. Das liegt, wie gesagt, ein bisschen daran, dass ich im Moment sehr wenig Zeit habe und diese Zeit, die ich habe, die nutze ich dann halt zum Aufnehmen. Und deswegen bin ich ganz selten mal tatsächlich mit einem anderen Charakter online am Wochenende oder sowas. Und die meisten von euch wissen ja auch, meistens bin ich ja am Wochenende überhaupt nicht zu Hause, aber ihr glaubt es nicht, es ist unfassbar, aber wahr. Wir waren ja letztes Wochenende zu Hause und dieses Wochenende sind wir auch zu Hause. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß das gar nicht. Es ist unglaublich. Zwei Wochenenden hintereinander, das ist so verdammt selten, dass ich das absolut und ich stotter schon vor lauter Freude, dass ich das absolut und total genieße. Das ist so schön, einfach mal am Samstag und am Sonntag auspennen zu können und Dinge machen zu können, die man sonst nicht machen kann. Sei das nun wirklich hey, guck mal, trägt er da mein Banner durch die Gegend? Süß. Sei es nun wirklich irgendwie ausschlafen, hä? Was wirklich irgendwie so total selten geworden ist. Oder ein paar Kisten packen oder weiß hier der Arsch nicht, was der Kopf macht. Oder wo geht's jetzt lang? Ach komm, ich springe jetzt einfach da rechts rein. Irgendeiner wird mir schon hinterherkommen. Oder zocken, ja, oder was weiß ich. Also das sind so, boah, das ist total toll irgendwie. Und wir waren jetzt am Samstag in 5 Möbelhäusern gewesen, weil wir uns nach einer neuen Küche umschauen und nach einer schnieken Wohnwand und was nicht alles. Und waren auch letzte Woche in der neuen Wohnung drin, die immer noch eine ziemliche Baustelle ist. Das ist unglaublich. Also wir standen da drinnen und konnten uns irgendwie nicht wirklich vorstellen, da mal wirklich drinnen zu leben. Das Einzige, was einigermaßen fertig war, war das Badezimmer. Das war schon gefliest und die Badewanne war drinnen. Aber auch noch kein Waschbecken, keine Toilette. Anschlüsse guckten aus allen Ecken und Enden raus. Die Küche sieht unglaublich furchtbar aus und das Wohnzimmer ist einfach nur riesengroß, halb, der Boden ist noch halb aufgerissen wegen Heizung und allem und so, also das ist irgendwie total, total merkwürdig, weil als ich hier hingezogen bin, da war ja alles schon fertig, hier war ja auch alles schon eingerichtet, ich bin ja quasi in die Wohnung von meinem Mann mit reingezogen sozusagen und wir haben seitdem hier eigentlich auch nicht großartig irgendwas geändert, also ich bin nicht so ein so ein Deko-Mensch, dass ich mir irgendwie in die Wohnung so überall Blümchen hinstelle und alles muss schön aussehen. Also so ein bisschen schon, aber halt nicht so. Ich beneide immer Leute, die sowas können. Also ich mag das nicht, wenn das so möbelhausmäßig aussieht bei Leuten. Das habe ich auch schon erlebt. So total steril irgendwie alles und oh, man möchte bloß nichts anfassen, weil es könnte ja was kaputt gehen. Aber ich mag es schon, wenn es so gemütlich halt ist. Und hier glaube ich, also wenn man hier in die Wohnung kommt, dann denkt man tatsächlich wahrscheinlich, okay, hier wohnt ein Mann. Und eine Frau hat diese Wohnung noch nie betreten, weil es ist irgendwie alles so total, wie soll ich das sagen? Das ist so praktisch alles eingerichtet. Also das, wir haben auch im Schlafzimmer Fahrräder hängen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jede Frau mitmacht.
Und die hängen wirklich an der Wand, also übereinander, zwei Stück. Ein Mountainbike und ein Rennrad. Und dann haben wir so, also das Einzige, worauf ich tatsächlich bestanden habe, nachdem ich hier eingezogen bin, war ein Schlafzimmerschrank. Denn den gab es hier vorher auch nicht. Da war nur so ein Regal und meine Sachen passten da halt nicht wirklich rein. Und ich habe echt nicht viele Sachen. Also das muss ich auch dazu sagen. Ich habe echt nicht viele Klamotten, aber das hat da alles nicht reingepasst. Und dann haben wir uns irgendwann mal einen Schlafzimmerschrank gegönnt. Aber sonst, die Küche war schon da und auch hier die Möbel im Wohnzimmer waren alle schon da gewesen. Also außer natürlich den Schreibtisch, den ich hier habe. Aber sonst, also auch so farblich gesehen, ist jetzt nicht so, dass ich hingegangen bin und die Wände pink angemalt hätte oder so. Um Gottes Willen, nein, bloß nicht. Also das Wohnzimmer war schon grün gestrichen und der Flur war auch schon gelb gestrichen und ansonsten ist hier einfach alles karg weiß und da habe ich mich auch nie wirklich dran gestört, ne? Während andere immer sagten, was, wie kannst du das nur und das ist ja voll furchtbar und wie kannst du dich da drinnen wohlfühlen und es sieht voll aus, als ob da ein Mann drinnen wohnen würde und keine Frau und du brauchst doch Dekoration und so. Wir haben noch nicht mal Gardinen. Das wird sich dann jetzt aber auch alsbald ändern. So, sehe ich das, ist das Ding hier offen? Kann man da rein oder? Nee, der sagt mir jetzt, ist zu oder wie? Behalt euch bei der Befreiung der Gefangenen, aber seid immer auf der Hut. Niemand kann voraussagen, welche Schrecken euch da drin erwarten. Was meint ihr damit? Das haben wir doch schon mal vorgelesen, ne? Und wo geht's jetzt zur Truhe? Welche denn? Die große? Die ist ganz oben. Möchtet ihr weiterreisen? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir die schon kennen. Soll ich mal schreiben? Die große Truhe ist ganz oben. Die große Truhe ist ganz oben. So, ach, der haut schon ab. Okay, was machen wir denn jetzt? Gehen wir nach oben? Ich möchte eigentlich schon gerne mal die Truhe nochmal öffnen. Ja, komm, wir gehen jetzt da hoch. Weil ich habe die Befürchtung, wenn wir das nicht machen, dann verpassen wir hier den Anschluss und dann stehen wir hier wieder und kommen irgendwie nicht weiter. Geht's hier nach oben? Oder geht ihr jetzt wieder runter? Sind wir falsch? Oder gehen... Ach komm, wir gehen da rein. Was soll denn der Mist? Wir gehen da rein, bevor das hinterher wieder verschlossen ist. Das wäre ja echt super ärgerlich, oder? Das wäre echt blöd. Nee, aber das machen wir in der nächsten Folge, ihr Lieben. Weil die jetzt hier wird jetzt hier schön gerendert und hochgeladen und so weiter und so fort. Ich sag dann mal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.